Harry sagt Hallo und guten Morgen. Ja, heute der nächste Abschnitt unserer Reise. Und zwar geht es heute mit dem Zug nach Barcelona. Entspanntes Reisen fängt bei der Vorbereitung an. Und es ist ja Ferienzeit, das sollte man auch dann immer berücksichtigen. Das Ticket ist natürlich gebucht mit Sitzplatzreservierung. Und ja, Entspannung hier pur. Erstmal einen schönen Kaffee, La Pausa, leckerer Kaffee. Und jetzt schauen wir mal rein, wie das da drin aussieht. Die Besonderheiten, am besten Ticket mit Sitzplatz reservieren. Der nächste Punkt ist, dass man weiß, dass man ohne gültiges Ticket nicht auf den Bahnsteig kommt. Ja, und der nächste Punkt, den zeige ich euch jetzt gleich. Hier sind die Tafeln. Und hier geht es zu den Bahnsteigen. Was man hier berücksichtigen muss, ist, dass man hier kontrolliert wird, bevor man überhaupt mit dem gültigen Ticket auf den Bahnsteig kommt. Das heißt, wie die Flughafenkontrollen, so sieht das hier aus. Und ja, wenn da viel los ist, muss man da schon mal rechnen, 15 bis 10 Minuten zu stehen. Aber im Moment ist hier gar nichts los. Mal schauen, unser Zug angeschrieben. 10.20 Uhr Barcelona Sanz mit dem Euromed 01112, da steht er. Also, alles planmäßig, hier sind die Kontrollen. Man legt die Sachen aufs Band. Und eine Personal ist natürlich da, Hilfen gibt es überall hier. Man kommt hier immer zurecht, auch wenn man der Sprache nicht mächtig ist. Es gibt hier auch Apotheke und Autoverleih, Kauf, Einkaufsmöglichkeiten, alles, was man sich so vorstellen kann. Ja, aber jetzt geht es erst noch mal für ein paar Minuten nach raus. Wir haben ja alles hier gut geplant und mit dem Euromed, die Fahrzeit, die wird etwa 2 Stunden 55 Minuten betragen. So, und hier ist ein Modell vom Bahnhof. Ist auch nicht so groß, dass man hier die Übersicht verlieren könnte. Und alles ist fröhlich hier. Ich sage euch, alles ist entspannt. Die Menschen sind doch, ja, ich sage mal, vielleicht durch den Urlaub sehr, sehr entspannt. Und es macht viel Spaß, hier zu sein. So, außen scheint die Sonne. Wir haben jetzt schon 28 Grad. Es wird also schon wieder über 30 Grad werden. Barcelona ist ein bisschen kühler und ja, erst noch mal entspannt sitzen hier. So, noch ein paar Informationen jetzt, bevor es losgeht. 11.20 Uhr, 5 Minuten wird er Verspätung haben, ist angezeigt. Nach der Kontrolle des Gepäcks ging es dann auf das Nebengleis hier, das ist die Nummer 8. Und da ist dann die Kontrolle der Personalien und des Tickets, bevor man hier überhaupt auf den Bahnsteig kommt. Und wenn das nicht in Ordnung ist, kommt man gar nicht hin. Die schaut dann drauf und sagt auch gleich, wo man hier auf dem Bahnsteig einsteigen soll, wo also das Zugabteil hält. So, und wir sehen, da kommt er. Nein, das ist noch einer, der fährt auf die Nummer 7. Das ist also das Nachbargleis. Da kommt einer an, das ist die 7. Ja, und das, wenn man logisch denkt, übrigt sich dann auch die Fahrkartenkontrolle im Zug. Weil, warum soll man im Zug nochmal kontrollieren, wenn hier überhaupt keiner reinkommt, der keinen gültigen Fahrausweis hat?
Ja, und da stellt sich dann immer die Frage mit den gerade öffentlichen Verkehrsmitteln, wo häufig dann eben von Schwarzfahren berichtet wird und viele Kontrollen sind. Das ist hier überhaupt kein Thema. Jedenfalls nicht hier in dem Teil Spaniens. So, da kommt er, unser Zug. Er fährt gerade hier in den Kopfbahnhof, heißt das, glaube ich, fährt er ein. Und wir steigen wohl ganz hinten, wenn das die Lok jetzt hier vorne ist. Aber der hat ja zwei, so wie ich das sehe. Das ist jetzt die jetzige Betriebslok und hinten ist ja dann nochmal eine. So, da ist er. Und das Signal. So. Alles entspannt hier, alles ruhig. Und ich sag mal, oh, da gibt es auch eine Bordküche. So, wir haben den Wagen Nummer 20. Selbstverständlich erstmal die anderen raus, dann wird jemand erwartet hier mit einem Rollstuhl. Alles ruhig, entspannt, schön gekühlt. Ein paar Minuten haben wir Verspätung, Platz, Boden, also Beinfreiheit. Und das ist der erste Wahl. Ja, eine Bahnfahrt, die ist lustig. Eine Bahnfahrt, die macht Spaß. Ich bin jetzt hier im Barwagen. Hier gibt es was zu essen, hier gibt es was zu trinken. Und langsam nimmt er wieder Fahrt auf. Also der Zug ist, ich schätze, zu 85% belegt und das klappt alles mit den Plätzen, mit der Reservierung. Man wird, also wir sind nicht kontrolliert worden. Der hat nur den gesehen, der Platz ist reserviert und ja, hat nur Hallo gesagt und dann ging es schon weiter. So sieht es hier aus in dem Barwagen. Hier gibt es heiße und kalte Getränke. Und ja. Kopfhörer gratis. So, und das ist die Karte hier. Kaffee und Tee 1 Euro, also richtige zivile, günstige Preise. Ja, bin überrascht, wie günstig das hier ist. Alles sauber, alles ruhig, alles unkompliziert. So, und die Landschaft, ja, wir sind hier irgendwo an einem Sportflughafen. So sieht das hier aus. Das ist ein Doppeldeckerflieger, kleiner. Oder der sprüht irgendwas. Nein, der landet. Da kommt noch einer. Ja, also alles im grünen Bereich. Entspannt im Zug sitzend. Also es war die gute Wahl hier mit dem Zug zu fahren. So, und irgendwie müssten wir jetzt auch ans Meer kommen, laut Fahrplan. So, dann mache ich jetzt mal wieder mich auf den Weg zu meinem Platz.
So, wir fahren jetzt hier 250 Stundenkilometer. Ja, entspanntes Fahren bei 250 Stundenkilometer. Und so sieht es aus, wenn man da aus dem Fenster schaut. Die Landschaft fliegt vorbei. So, Ankunft hier fast planmäßig in Barcelona. Das ist schon ein anderer Flughafen. Bahnhof natürlich. Wie komme ich auf Flughafen? Ja, und wir haben ein Auto reserviert und fahren damit dann direkt jetzt außen vom Vorplatz dann zum Hotel. Ja, und schauen, was uns da erwartet. Aber im Moment alles bis jetzt. Barcelona ist eine andere Stadt. Man muss da auch ein bisschen mehr aufpassen bezüglich Taschendiebe. Das ist ja hier bekannt. Also muss man doch die wichtigen Sachen dann ganz dicht am Körper haben. Und ja, und die Sprache, das ist jetzt hier das Katalan. Und da muss man sich auch erst dran gewöhnen. Ja, gut angekommen, Zimmer bezogen, wunderbar, das ist ja mitten in der Altstadt wieder, richtig schön, ein Boutique-Hotel, so heißt es. Da gibt es auch eine Dachterrasse und da werden wir jetzt mal hingehen und hier gibt es auch einen kleinen gläsernen Balkon mit Blick auf die Innenhöfe. Ja, so, und das Highlight? Das ist hier. Hier. Schaut euch das an, wie schön das aussieht. Einmal nach unten, einmal hier in die Mitte und einmal hier nach oben. Und damit auch jeder weiß, wo man ist, am Forest Boutique. Ja, schön stimmig alles, muss ich sagen, mit Aufzug. Das Zimmer hier ist in der vierten Etage. Und jetzt fahren wir hoch auf die Dachterrasse. So, der erste Blick. Möwen, ich höre dort überall Möwen. So, das ist die dazugehörige Dachterrasse. Ich sage euch, mit einem Spa-Bereich, einem Jacuzzi. Aber jetzt in den warmen Jacuzzi gehen, ich glaube, eher nicht. So, dann gehen wir mal von der anderen Seite hin. Aber wir sind hier ja mittendrin, statt nur dabei. Oh, hier kann man abends bestimmt auch lecker ein Gläschen Wein trinken. Und neugierig auf die anderen Terrassen gucken. Ja, Einblicke, Ausblicke, Überblicke. Das in die Hinterhöfe, die Innenhöfe in Barcelona. Oh, da sieht man das bekannteste Bauwerk der Stadt. Die Spitze zumindest. Sagrada Familia, das ist die Spitze davon. Ja, doch alles schön, so wie erwartet. Rooftop steht hier mit großen Lettern dran. Hier, Rooftop, und höher geht's hier nicht. Nein,
Wir sind hier ganz oben. So, herzlich willkommen in Barcelona. Ja, dann geht es jetzt erstmal wieder abwärts. Die Sehnsucht nach etwas Kühlem. Ich gehe aber das Treppenhaus jetzt runter. Das schaue ich mir jetzt an. Jetzt ist man erstmal auf dem Weg, die Dorfkneipe oder die Straßenkneipe zu finden. Sozusagen die kleine Kneipe. Ja. Ja, und zu guter Letzt gibt es nochmal das Zimmer. Das ist die Junior Suite. Die ist jetzt ungefähr halb so groß wie das Apartment in Valencia. Dafür ist es doppelt so teuer. Aber trotzdem schön. Es ist hier direkt mit Blick auf die kleine Gasse. Und Klimaanlage selbstverständlich. Und alles, was man so braucht. Hier ist die Toilette separat. Und hier nebenan ist eine große Dusche. Richtig groß, begehbar. Ja, und so sieht das hier aus. Und dann geht es hier mit einer Schiebetür verbunden. Das sieht dann so aus. In den Vorhof, Vorraum. Ja, Kaffeemaschine, dann hat man hier noch eine Sitzbank und ein kleines Sofa, da ist jetzt aber Zeug drauf, deswegen zeige ich euch das nicht. So, und dann hier nochmal ein Fenster und hier hat man dann Fernsehbereich und dann geht es hier ins Zimmer. Also alles im grünen Bereich und vor allen Dingen ganz, ganz zentral. So, das war's dann für heute, der frühe Abend in Barcelona. Und das ist also die ganz, ganz kleine Straße, die kaum in einem Stadtplan verzeichnet ist. Das ist der Eingang hier zum Hotel. Ja, und das Besondere, wir haben ein automatisches Öffnungssystem übers Handy. So sieht das hier aus. Und das ist jetzt die eine Richtung. Und da gehen wir jetzt auch mal lang. Also wieder richtig im Zentrum. So, wir sind von der anderen Seite, glaube ich, gekommen und jetzt gehen wir ganz einfach mal hier lang. Ah ja, hier gibt es diesen Coffeeshop. Ich glaube, hier sind wir gekommen. Ist egal, wir werden es rausfinden. So, das war jetzt unser Hotel und hier oben ist der Weg Carrer de Bœuf de Sant Pere. Ja, und am späten Nachmittag, am Abend, schaut euch die Schlange hier an. 2, 4, 6, 8, 10, ich schätze mal 20, 40, 60 Leute stehen hier an. Nein, nicht um den Papst zu besuchen. Nein, um in diese kleine Kneipe zu kommen. Hier, die haben frisches Bier aus dem Fass und Tapas. Und um hier einen Platz zu kriegen, stehen ungefähr 100 Leute an. Ich zeige euch das nochmal, wenn ich mal reinschauen kann. Das ist nichts Besonderes, aber eben irgendwie rustikal angesagt, hippig oder wie auch immer. Das ist die Schlange. So, und eins kann ich euch sagen.
Ich werde mich da nicht einreihen. Nein. Das ist mir zu viel für wenig. Drücke ich es mal aus. Denn es gibt so viele schöne Kneipen hier. Und gerade auch hier. Die schaut ja richtig lecker aus. Also da muss man nicht eine Dreiviertelstunde anstehen. So, weiter geht's.